Grüß Gott, wunderschönen guten Abend. Hier sind Sie richtig, wenn Sie sich für Spiel und Spannung interessieren, wenn Sie also ein Fußballfan sind. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer Stunde Fußball mit allen Toren, allen Fakten, allen wichtigen Szenen zur zweiten Runde der Max-Bundesliga. Gleich zu Beginn einmal die Schlagzeilen mit den heutigen Paarungen. Rapid auf der Jagd nach dem ersten Saisonsieg. Das erste Spiel des Linzer Großclubs vor eigenem Publikum. Das erste Auswärtsspiel des starken Aufsteigers. Tirol fordert den ersten Tabellenführer. Das erste violette Duell in Salzburg. Und gewinnen Sie dieses Max-Handy beim Max-Gewinnspiel. Und schon gehen wir ins Hanapi-Stadion zur ersten Partie, die lautet Rapid gegen Admira Wacker Mödling. Würde man sofort einmal sagen, in Erinnerung der letzten Saison eine klare Einserbank. 15 Tore hat Rapid Admira Wacker in der letzten Saison geschossen. Aber Admira mit dem Zusatz Mödling, das ist eine andere Mannschaft. Das haben wir schon in der ersten Runde mit dem Sieg gegen Innsbruck gesehen. Außerdem ist eigentlich ein Wiener Derby Rapid gegen Austria, nämlich so viele Ex-Austrianer spielen mittlerweile bei Admira Wacker Mödling. Zum Beispiel auch Andreas Ogris, der, erinnern wir uns zurück, beim letzten Wiener Derby handgreiflich geworden ist mit Ipoa. Sie wissen, beide Spieler wurden dann ausgeschlossen, lange gesperrt, für beide war die Saison zu Ende. Mittlerweile haben sie sich aber wieder beruhigt und heute sind sie wieder eingelaufen und zu Beginn dieses Spiels Rapid gegen Admira Wacker Mödling hat es gleich einmal ein Handshake der beiden Streithähne gegeben. Naja, vielleicht der Beginn einer neuen Männerfreundschaft. Man wird sehen. Neu präsentierte sich heute Rapid erstmals im Hanapi-Stadion. Diese zwei neuen Gesichter allerdings heute nur auf der Bank. Markus Türk zuletzt verpflichtet. Und Michael Wagner, der neue Spielmacher. Er war dabei, der neue Torhüter bei Admira Mödling, Ivan Ondruschka aus der Slowakei, feierte heute seine Premiere. Damit hinein in dieses Spiel. 10.500 Zuschauer kamen, um das Produkt Rapid neu zu begutachten. Zunächst allerdings Admira Mödling. Nach diesem Foul gibt es die gelbe Karte für Libero Peter Schöttl und einen Freistoß für die Niederösterreicher. Co-Produktion zwei Ex-Austrianer. Auflage von Ogris und der Schuss war von Manfred Czak. Kabinettstückerl von Petra Mraz. Und es waren in den ersten Minuten überraschend die Gäste aus Niederösterreich, die doch einige Akzente setzten. Dann nahm sich Raimund Hedl diesen Ball zur Brust und das war ein Fehler. Handelte es sich doch um einen eindeutigen Rückpass. Wir sehen es in der Zeitlupe von Christian Prosenik. Schiedsrichter Brugger richtig festgestellt und Freistoß für Admira Mödling. Ogris und Raimund Hedl steht goldrichtig. Es bleibt beim 0:0, auch nach 15 Minuten. Naja, und dann treffen sich die beiden Freunde tatsächlich wieder, nämlich Andreas Ogris und Sammy Ipoa. Attacke an Ogris und die Revanche folgt auf den Fuß. Glück für Andreas Ogris, dass es da nicht gelb gegeben hat. Für einen heute sehr quirligen, sehr aktiven Andreas Ogris. Das Tor wurde nicht getroffen, zielsicher präsentierten sich die Spieler dafür bei unserer Kamera. Eckball für Admira Mödling, Eigner und Schwellensattel. Der junge Mann hätte hier beinahe Admira Mödling in Führung gebracht. Er, der für den verletzten Arminas Nabekovas heute zum Einsatz gekommen ist. Und da sich auf dem Spielfeld nicht viel tat, erfreute man sich natürlich doppelt an so manchem Hoppala am Rande. Eckball für Rapid. Sammy Ipoa konsequent nicht gedeckt. Und die erste Rapid-Chance nach 38 Minuten. Sie kam einem lange vor als Zuschauer, die erste Spielhälfte, aber nicht nur als Zuschauer. Ist das ein Marathon oder was ist denn das?
Lini, am Pfeifen der auch? Seine schon 3 Minuten lieber. Ja, irgendwann hat er dann doch abgepfiffen, Schiedsrichter Brugger. Und es ging mit frischem Elan in die zweite Spielhälfte. Rapid jetzt mit mehr Druck. Stöger. Flanke auf Wagner. Wird er da niedergerissen oder nicht? Schiedsrichter lässt weiterspielen. Chance für Rapid. Und Ipor Ondruschka noch rechtzeitig von seinem Ausflug zurückgekehrt. Verhindert das Schlimmste. In der Zeitlupe sehen wir wahrscheinlich eine richtige Entscheidung des Schiedsrichters, hier nicht auf Elfmeter zu entscheiden. Auch wenn es natürlich René Wagner anders sieht. Wieder Rapid jetzt. Wagner vom Ball getrennt, Prosenik. Und wieder René Wagner. Martin Braun verfehlt auch noch den Ball. Die nächste Chance dahin. Aber das Spiel, das 45 Minuten so dahingeplätschert ist, wird jetzt doch interessanter. Rapid-Druck wächst von Minute zu Minute. Weitout-Einwurf und eine artistische Einlage von Sammy Ipor. Gefährlich für Gegenspieler Helmut Graf. Und gefährlich auch für das Tor von Ivan Ondruschka. Dann kam es zum Comeback von Markus Pürk. Er kam für Andi Herauf. Auf der Gegenseite ein noch nie so schlank gewesener Bernd Dalosch ins Spiel. Und auch Michael Wagner feierte sein Debüt. Die neue Nummer 10 bei Rapid. Es wurde aber nicht nur fleißig ausgetauscht, es wurde auch ausgeschlossen. Und zwar den jungen Hieblinger hat es hier erwischt nach dieser Attacke. An René Wagner, er hatte schon in der ersten Spielhälfte gelb gesehen. Nun gibt's gelb-rot und das bedeutet, in der letzten halben Stunde hat Mira Mödling nur noch mit 10 Mann. Eine vertretbare Entscheidung. Ivan Ondruschka, der doch bei seiner Premiere viel zu tun bekam, in dieser zweiten Spielhälfte vor allem. Von Suchert, kurz zuvor ins Spiel gekommen, der junge Mann an Sammy Ipor, der ebenso viel einstecken muss, wie er auch austeilt. Geschickt hereingezirkelt der Freistoß von Michael Wagner, aber Hieden vorbeigesiegt. Nächste Chance denn. Noch immer 0:0. Die Zeit läuft den Hütteldorfern davon. René Wagner, Stöger, Suchert lenkt den Ball gefährlich ab. In diesem Fall Glück für Ondruschka. Der Ball springt nur an die Latte, statt ins eigene Tor. Admira Wacker, Mödling verteidigt jetzt mit 8, 9 Mann. Versucht mit allen Mitteln dieses 0:0 über die Runden zu bringen. Eine Mauer vor dem Strafraum. Guter Schuss. Wagner und Ipoa. Ein bisschen zu spät gewesen. Un peu würde man in seiner Heimat sagen. Nächste Riesenchance für Rapid dahin. Und nur noch eine Viertelstunde zu spielen. Rapid, so hat man das Gefühl, versucht es jetzt mit Gewalt. Treibt jetzt seine Mannen noch einmal nach vorne. René Wagner! Und auch dieser Schuss vorbei. Das zweite Unentschieden im zweiten Spiel für Rapid. Und das zweite Erfolgserlebnis in der kurzen Geschichte der Koexistenz zwischen Admira Wacker und Mödling. Ein 0:0 und freudige Gesichter bei den Gästen nach dem Schlusspfiff. Ja, und wie üblich nach einem Spiel Interviews, daher auch Interviews aus dem Hanapi-Stadion. Und zunächst einmal ein Interview mit einem sehr zufriedenen Neo-Admira Mödlinger, Andreas Ogris.
Ist natürlich auch so, dass man, wenn man ins Hanapi-Stadion kommt, nicht unbedingt damit rechnen kann, dass man da wieder mit Punkten wegfährt. Deswegen zählt der Punkt, den wir heute gemacht haben, doppelt. Vor allen Dingen, weil wir fast 30 Minuten mit einem Mann weniger spielen haben müssen und dann mit sicherlich sehr viel Glück, aber mit einem heroischen Kampf einen Punkt gerettet haben. Wir haben schon mit 3 Punkten gerechnet, aber das ist jetzt im Fußball, man hat gesehen, mit einem Mann weniger, weil die Gegner oft kräftefrei. Es war auch dieses Mal so und wir haben einfach verabsäumt, eine Ruhe ins Spiel zu bringen, mehr das Spielerische zu forcieren und nur mit der Brechstange geht es halt leider nicht. Ja, ich habe schon vor dem Spiel gesagt, dass wir uns hier nicht verstecken werden, denn wenn man sich hier im Hanapi-Stadion nur hineinstellt, dann wird man irgendwann einmal überlaufen. Wir haben auch noch vor was geboten, wir haben auch vor was riskiert. Ja, wir haben in diesem Spiel zu viele Chancen vergeben. In der zweiten Hälfte vor allem waren wir aus dem Tor eigentlich rausgeschossen. Die Mannschaft hat gut gespielt, hat nach vorne gespielt, hat viele Chancen gehabt. Vor allem in der zweiten Hälfte, die erste Hälfte war eigentlich zum Vergessen und dann mit Muss und mit Gewalt, dann ist nichts weggegangen. So, wir machen den Weg von Wien nach Linz, sind damit beim zweiten Spiel.